Ich bin Deborah Bär, komme von Meckewil, bin 16, bin im ersten Lehrjahr als Landwirtin bei Sigrist Matthias und Tschirre Urs zu Heiligen Schwendi. Und ich möchte Lehrling vom Jahr werden. Ja, das Bauern ist für mich einer der schönsten Berufe, die es überhaupt gibt. Gehen draussen in der Natur, mit den Tieren und mit den Maschinen, das macht ihm einfach Freude, ja. Ich kann mich in der Landwirtschaft eigentlich etwas bewegen. Wir sind Chef, mit den Tieren zusammenwerken eben. Das Tier können viel geben und mir gibt ihnen noch viel. Und das ist mein eingespieltes Team. Es ist kein Geheimnis, als Lehrling verdient man nicht den Riesenlohn, nur finanziell einen Zustupf, wenn es um das Autofahren geht. Es ist sicher gegen hilfreich, ja. Ja, ich bin seit ich kleine Stünke bin ich gängig im Stall, Alltag. Und ja, ich bin eben hier aufgewachsen, auf einem Bauernbetrieb. Und ja, seit dem Kind kann ich mir keinen anderen Beruf vorstellen. Ja, ich habe mir gewiss gefallen, am Nachmittag Zeit genommen, um ein Video zu machen. Dann haben wir viele verschiedene Ausschnitte gemacht und dann zusammengeschnitten in ein ganzes Video. Ich gehe auf die Hundrichtschule und mein Lieblingsfach ist die Tierhaltung. Die Schweizer Landwirtschaftszukunft ist sicher, es wird nicht einfacher. Jetzt auch gut mit den ganzen Initiativen der Grünen, wo sie immer wieder enge treiben, es wird nicht einfacher, es ist wirklich schwierig. Aber mir geht Tag für Tag sein Bestes und probiert euch weiterzufahren. Möglichst so, dass es für alle stimmt. Ja, dann bin ich mit der Lehre fertig. Sicher wollte ich noch ein bisschen auf Kanada. In so ein paar Monaten wäre das ein grosses Ziel. Und dann irgendwie so den Betrieb hier übernehmen. Ja, seit 2013 tue ich schwingen. Die Kollegin hat mir es mitgenommen, das hat mir einfach gefallen, es hat mir eher Mäuche geschissen. Und dann bin ich da während der Schulzeit zweimal in der Woche ins Training, eins zu den Gielen und eins zu den Modi. Und jetzt in der Lehre gehe ich halt auf Thun zu den Frauen. Genau, und seit Corona kann man halt auch nicht den Haufen machen, das ist ein Seich. Sommer Schwingfest, schon fern das ganze Jahr nichts. Und heuer ist auch eher schwierig. Die ersten Feste haben sie alle abgesehen und so. Ja, schade. Das hier ist das Goldige Herz. Sie ist aus meiner Stammlinie raus. Ihre Mutter ist 14 geworden und war meine allerliebste Kuh. Und sie sagen, bei unserer Feschau können wir im Herbst ein Kälbchen zeigen, also King. Nein, die ist auch ein Kälbchen mit an die Feschau geschleppt. Und dann wird er ein Rundchen gedreht. Und ja, dieser Kuh habe ich einfach keine Freude, ja. Fern hat sie 50'000 gemacht. Hat für das eine Plakette bekommen. Und jetzt ist sie dann schon gleich mal nachher zum Kalbern. Weil mir Traditionen wichtig sind und ich auch die moderne Technik weiss, wie zu brauchen, stimmt doch auch hier für mich ab.